Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play NES Remix Part 13. Part 13, aber wir sind schon bei Level 14 mit allen Spiegeln, habe ich schon nachgeschaut gerade. So, natürlich auch, ob alles passt, wenn ich laut genug bin. Klar, ich bin immer laut genug. So, Level 14 hier, Super Mario Bros. Habe ich schon hergerichtet, dass es direkt losgehen kann. So, 30 Sekunden und es geht auch schon los. Sammle alle Münzen, bevor die Zeit abläuft. Ja, das war knapp. Die Herzsteuerung war so ein bisschen ungewohnt. So, jetzt habe ich es aber wieder. Ist egal, wenn wir sterben danach, hoffe ich. Welche nehmen wir zuerst? Den unten? Ja, so. Einfach Münzen unter Wasser sammeln. Okay, das ist easy. Also, wenn da Chips im Weg sind. So. War das 3 Sterne? Ich würde es verstehen, wenn nicht, aber. Doch, geht sich aus. Ziemlich einsteigerfreundlich, das Spiel, würde ich mal sagen. So, eine Feuerblume. Als Stempel finde ich gut. So, Zelda. Dann machen wir mal Levels vor uns. Naja, 4. So, was müssen wir machen? Oh, irgendeinen Boss besiegen. So, was muss ich nochmal drücken für eine Taste? Ah, ist für mal einen Angriff. Okay. Also nicht so gut, egal. Starken Gegner, was ist das nochmal? Achso. Den Boss kenne ich gar nicht, bin ich so zu weit kommen. Level 9, puh. Ja, genau so. Wie kämpft man denn gegen den am besten überhaupt? wahrscheinlich irgendwie so hinstellen, dass man getroffen wird. Ah, jetzt hat es fast. Und dann kann man vorher nicht angreifen, wenn die Flieger nicht sind. Ich sterbe mit vollem Leben, das ist unglaublich. So. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so ein Zelda-Typ, leider. So. Dann werde ich hier ein paar Schwierigkeiten haben, dachte ich eigentlich, aber puh. Ja, wie gesagt, also ist ziemlich. Bei manchen Levels ziemlich freundlich, was die 3 Sterne angeht. So. Gut, dann sind wir schon wieder beim nächsten, bei den nächsten Remix-Levels. Wir spielen als Luigi und müssen irgendwas machen. Alle Gegner besiegen. Na gut. Einfacher ging es ja wohl nicht mehr. Ja, warum gehe ich jetzt schon auf? Ja, so. Das war eine schlechte Idee. Ja, so. Also hier können wir runter, dann so machen. Das sollte ich nicht. Ich versuch's nochmal. So. Also. Nein. So. Passt schon jetzt so. Der dreht um, genau, perfekt. So. Jetzt warte ich, bis die Schildkröte da runterkommt. Und so. Achso, das ist nur Münzen. Polizei abläuft, okay, passt. Können wir mal keine Sorgen. Also, jetzt kommen wir wieder nicht in der Luft. Ich bin auch kein Mario Bros. Experte. Super Mario Bros. Okay, aber, ja. Gut, habe ich mir schon gedacht. Achso, das wusste ich immer noch nicht. So, ja, nochmal. Ich gebe nicht auf. Habe ich schon jemals aufgegeben? So, einmal. Muss ich kurz drauf. So. Perfekt. Dann mal um. So, das war auf jeden Fall schnell. Leer als vorher. Was man vorher braucht, 40 Sekunden oder so. Naja, 16. Besser. So, Level 18. Eine Bonusrunde brauche ich sowieso noch nicht. Wieder starke Gegner in Zelda, oh je. So. Aber erstmal Balloon Fight. Was haben wir jetzt? Alle 12, alle 20 Balloons platzen lassen. Okay. Zoomt immer weiter raus. Ist mir auch recht, irgendwie, glaube ich.
Einfach immer hier hin, so. Okay, jetzt schaue ich doch woanders hin, aber egal. So, perfekt, die kommen alle von da. Noch ist easy, so, dann fliegen wir mal darüber. Falsch. Okay, da hätten wir vielleicht in eine andere Richtung fliegen können, aber ich hoffe, das geht sich trotzdem aus. Regenbogenstern, na ja, gut, das sind irgendwie ja, fast alle. Da hatte mal so eine Reihe an 5 Ballons oder so, ist mal von einer Röhre rausgekommen. Also, hatten wir doch Glück. So, Kugelwilli. Gut. 15 SMS. Und zwar ist das. Ach ja, das ist Wrecking Crew. Das ist schon wieder nicht weiß, wie das funktioniert. Gegner mit dem goldenen Hammer. Ja, so funktioniert es nicht. Ja. Und da springen? Nein. Also, ja, wenn ich wüsste, der goldene Hammer funktioniert. Oh, das ist lustig. Wahnsinn. Hier, Angriff. Hab das nicht gespielt, soll das funktionieren? Na, da kann man nicht springen. Nö. Hä? Muss ich da... Ich habe noch eine Idee. Aber wenn man das nicht gespielt hat, also... Da ist ja so ein Feuerdings kommen, aber das geht sich nicht raus mit der Zeit her. Jetzt kommst du sowieso nicht raus, das auf der anderen Seite. Was? Hilfe! So schön, dass ich einen goldenen Hammer habe, aber... Soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das hat sich jetzt zum Glück bis jetzt noch nicht. Achtung, ich habe einen goldenen Hammer. Funktioniert nicht. Achtung, es ist Überfall mit dem goldenen Hammer. Hä? Warum hat das jetzt funktioniert? Ich störe alles mit dem goldenen Hammer. Treiben nicht. Was ist an dem so besonders? Aber das nicht erste Level, so, zerstöre alles mit dem goldenen Hammer, wenn es da nichts ist. Ich glaube, ich habe verkackt, oder? Bombe, das bringt sich ja nichts. Das geht sich nicht ganz aus, das habe ich mir schon gedacht. Gibt es da sicher eine einfachere Methode, oder? Kann man nicht, haben wir schon rausgefunden. Jetzt muss ich den Gegner dann auch mit diesem scheiß Hammer da umbringen. Das hat funktioniert, aber... ja, continue machen wir mal. Ich muss mal schauen, wie das Level funktioniert hier. Wie soll ich da drin raufkommen? Ach so, ja okay, ich glaube wahrscheinlich. Okay, da hat den noch einfach drauf. Ah, ich hätte runterspringen können. Okay, jetzt habe ich's. Ach, da muss ich das auch noch. Klettern. Also, ja, das ist blöd. Oh. Ich kann eigentlich. Ach, scheiß drauf. So. Perfekt. Und dann komme ich da nicht mehr weg. Okay, also, das muss ich wirklich zum Schluss machen. Ach, Mann. Okay. Ich probiere es einfach mal schnell. Und dann. Hast du sie nicht alle 3 Sterne kriegen können? Schade, das zuerst zu machen oder das andere.
Litt dass, oder? Ja, da kann man drüber gehen. So. Dann gehen wir dahin. So, dann kann ich darauf. Warum muss da jetzt der erste Level kommen, der mich nervt? Das kann ich nicht. Warum mach ich das schon wieder? Ich muss so stehen und dann geht's irgendwie. Okay, naja, gut, dann. Suchen wir es nochmal von ganz vorn. So. Also, ich muss so stehen. Und dann sterben. Na, warte. Ja, toll, jetzt habe ich wieder schon ein Leben verloren. Jetzt muss ich auf einmal neu starten. Hm. Wann? Wie? Okay. Das ist der erste Level, den ich nicht so einverstanden bin. Okay. Hat funktioniert, gut, passt. Nehme ich so an. Der Level ist easy zum Glück. Dann kommt das letzte. Das werden wir innerhalb von 3 Versuchen schaffen, hoffe ich. Und ich mache es so, wie ich es am Anfang gesagt habe. So, also nein, am Schluss eigentlich. War am besten irgendwie so. Ja, das ist noch besser. Und so, dann geht der weg. Dann kommt er wieder. Was war jetzt falsch, Alter? Das ist alles nochmal. Ist ja logisch. Ja. Geht schon. Es ist ihn nicht. Keine Regenbogensterne, wir gehen das noch schneller, Alter. Puh. Naja. Okay, das war schwierig. Ich habe ziemlich lange gebraucht. Wahrscheinlich war es nicht mal schwierig, aber ich habe trotzdem ziemlich lange gebraucht. So, Super Mario, danke. Betritt eine Röhre. Ich glaube, das ist die dritte, wenn ich mir alles täuscht. Schaut die da. Nein, doch nicht, die vierte. Okay, ich schau mal rein. So, ist der nächste dabei. Röhren betreten. Na jo. Da weiß ich ja wenigstens, welches ist. Hust, hust. So. Ah, da müsste ich eigentlich auch wissen, welche das ist. Die da, okay. So, einfach hier zum Schluss. Perfekt. Das ist das Schloss Unterwasser-Dings, was irgendwie so komische Farben hat. Ich weiß nicht, immer noch nicht warum, aber. Okay. Keine gute Idee, umzugehen. Zu schwimmen, meine ich. Das ist ziemlich langsam. Nee, okay. Ah, Super Mario Levels sind einfach meine Stärke. Wie man sieht. So. Zelda nicht so. Mal schauen, was jetzt zu tun ist. Ah, da muss ich den richtigen Stein finden oder so. Das magische Schwert an dich. Ja, das ist alles eingekreist. So, da ist das magische Schwert. Okay, gut, wenn ich Zelda spiele, dann weiß ich, dass da das seltene Schwert ist. Okay. Hol dir einen Hinweis. Ja, gerne doch. Warte mal kurz. Ja, 10. Achso, ja, gut. Die will natürlich wieder viele Münzen haben. So, egal, da muss man einfach durchhatschen. Nicht lange aufhalten lassen. Schon okay. Tritt den Dungeon. Okay, dann schickt er mich halt ein. Go up, 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 bis er da geschaffen hat. Da, da. Darum habe ich mal den Tipp holen müssen. Aha.
Easy. So, was muss ich im Dungeon machen? Flöte, muss ich da die Gegner besiegen? Wahrscheinlich. Mag die Gegner nicht. Also. Nein. So. Perfekt. Wusste ich, dass ich da hingehen muss. Ah, lass mich doch in Labor. Perfekt. Easy. All das Fenster Travels Fragment. Ah, ja. Also, müssen wir Bomben oder so machen, oder? Ah, nein, die Flöte springen, genau. So war das ja. Dann kann ich den Typen angreifen. Ah, das war ich eigentlich nicht. Egal. Ist wahrscheinlich für den 6. Level nicht so schlecht, wenn ich das hab. So wie ich das spiele. So. Ja, da muss ich mit Pfeilen schießen, sag ich das. Ah, da haben wir noch ein wenig Leben. Okay. Puh. So, dann hören wir nochmal die epische Melodie. So. Perfekt. Fast. 3 Sterne zumindest. So, ein neues Bonuslevel. Wie schnell die Zeit vergeht beim nächsten Remix. Der Wahnsinn. So. Ja, regenbogenmäßig auf jeden Fall so. Ich glaube, ein paar Remix-Levels geht's in aus. 16, das ist irgendein Level rückwärts. Okay, easy. Das Schwammerl hole ich mal zumindest. Ein Pilz, sag ich mal Schwammerl, na egal. Perfekt. So, genau, da mache ich mal kurz. So, jetzt brauche ich auch nichts mehr. Okay, das ist knapp. So. Okay, okay, ja, ist doch schon was anderes, so rückwärts. Hey, das ist ein cooles Muster da hinten, das ist cool. Achso, das ist das Muster von dem Ding, ne? Coole Sache. So. Da haben wir einen Stempel mit den Punkten. So. Bits sammeln wir natürlich hier. Wie jeder weiß natürlich von euch. So. Marigold. Och, nö. Ich will das Grün mit zwei oder weniger Schlägen, das Grün erreichen. Das klingt eigentlich easy, zwei oder weniger Schläge. Ja, dann machen wir einfach mal. Wo haben wir denn hingeschossen? Da! Ah, ja. Gut, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ach, ich muss... Okay, ja, ja, schon klar. Ah, ich habe einen guten Bogen geschossen, das ist ganz gut eigentlich fast. So. Okay, ja, ich muss sowieso mal da drüber zählen, damit ich da nicht ins Auskomme. So. Ich muss hier so und dann wieder in die Mitte. Genau, so. Dann fliege ich so weit. Okay. Ah, Mist. Alter, der Millimeter, wirklich? Okay, gut. Merke ich mal. Warte, ganz stark schießen. Hoppala. Ja, da, jetzt bin ich im Wald. Das geht sich nicht mehr aus. Ich starte mal neu. Ich habe nur 6 Leben und das ist das Level 1 von 3. Wow. Oh, okay, das macht doch ziemlich viel aus. Naja, wenn ich beim ersten versage, dann kann ich ruhig neu starten, würde ich sagen. Jetzt drehe ich wieder nicht. Okay, bleibt gleich draußen, okay. Jetzt vergesse ich wieder rüber zu drehen, so. Jetzt passt aber wieder alles. So, jetzt zählt er automatisch hin. Okay. Ich sehe nichts, aber. Ja. Puh. Grün wird zwei oder weniger geschlagen. Wo bin ich? Ich bin hier. Das ist easy. Ich muss einfach nur so. Was? Nein, Mist. Okay, doch volle Power. Okay. Ja, zählt das 2 Schläge, habe ich mir gedacht. So. Okay, Level 2 einfach voll ausholen. Okay. Und ein bisschen gerade schießen, damit ich nicht wieder einen Millimeter zu weit. Und einen Schläger nehmen kann, aber egal. So funktioniert, puh.
So, zwei oder weniger Schläge natürlich wieder. Dann können wir stark schießen, glaube ich. Zu spät ist blöd, weil da fliegt er nach links. Ah ja, geht schon weiter. Ich habe keine Zeit. Ja. Nicht zu spät. Doch, zu spät ist er gut. Okay. Das ging ziemlich weit. Okay, sehr stark darf ich nicht schießen. Kannst du natürlich den Schläger wechseln, aber ich kenne mich doch da nicht aus. Flügelt aber darüber, hast du ja recht. Zwei Versuche haben wir noch. Das werden wir doch hinbekommen noch. Perfekt. Ein bisschen zu spät, das passt. Der Golf-Profi. So, dann lasst es jetzt mit dem Partners Remix. Das waren drei Regenbogensterne. Okay, nehme ich. Danke. So, brauche ich, falls ich die überall hier Regenbogensterne holen will, muss ich das Mario Golf wenigstens nicht nochmal machen. Obwohl es ganz cool ist, natürlich, aber müsste ich erst lernen und so. Als nächstes kommt Tennis, da freue ich mich. Das ist natürlich auf jeden Fall mein Spiel. Und das sehen wir im nächsten Part. Von Nessie Remix, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Pure Mark. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao!